Ich verstehe so unfassbar viel nicht. Genauso verstehe ich nicht sauberes Passau. Was soll denn das bedeuten? Passau stinkt doch. Tief. Just joking, ich mag euch auch, wenn ihr auch aus Passau kommt. Im Süden der Republik spielt sich Erschreckendes ab. Passau versinkt in Müll zwischen einem... Oh ja, unmöglich. ...Kaugummifleck und diesem Zigarettenstummel. Eines scheint offensichtlich, in Passau leben Passäue. Nein, ich weiß nicht, ich find's nicht schmutzig. Finden Sie es schmutzig? Und wie? Besonders die völlige Verwahrlosung der Promenade am Inn. Also wir schmeißen in seltensten Fällen oder besser gesagt wirklich gar nicht den Müll aus dem Fenster. Das ist jetzt irgendwie ein... Wir schmeißen in seltensten Fällen den Müll aus dem Fenster. Sind wir im Mittelalter? Wer schmeißt denn seinen Müll aus dem Fenster, hä? Müllnotstand an dieser Stelle wäre, das ist einfach völlig absurd. Um die Stadt von ihrem Dreckgespenst zu befreien, haben Bürgermeister Jürgen Dupper und der Stadtrat den Stummel nun den Müllaufpiekser angesagt und beschlossen, statt einmal in der Woche wird hier nun siebenmal gereinigt. Da die Nichtreinigung an einem Wochentag zu nicht akzeptablen Zuständen führen würde. Hey, wollt ihr jetzt die ganze Stadt 24/7 putzen? Und für die Nicht-Nichtreinigung zahlen die Anwohner jetzt einfach die achtfachen Reinigungsgebühren. Je länger ihr Haus, desto höher die Gebühr. Gut, das sind also 21,80 Meter, aber 22 Meter laut Satzung, das kommt dann hin. Und über kurz oder lang macht das für Herrn Soll statt 84 jetzt also 712 Euro Reinigungsgebühren im Jahr. 712 Euro Reinigungsgebühren? Für diesen schiefen Stein hier? Warte mal, so. Hier hängt so ein bisschen Stein an der Hausfassade. Was willst du jetzt hier putzen? So, dass hier irgendwo auf dem Weg ein Zigarettenstummel liegt, das gehört doch schon gar nicht mehr da dazu. 712, wisst ihr, wie viel das 712 Euro ist? Dafür, dass hier jemand täglich kommt und um sein Abwasserrohr hier drumherum putzt. Den Gehweg, ja, aber wieso muss denn er dafür zahlen? So, ja, das ist hier, glaube ich, ein Ort, wo viele Touristen und so lang gehen. Aber das hat er sich doch nicht ausgesucht. Das ist Wucher. Kann man gar nicht verstehen, dass wir so viel bezahlen müssen. Dafür entsorgen nun 21 städtische Schmutzengel vom Bauhof für ein sauberes Leben in Passau. Sogar diesen Gartenzaun mit Gebührenprotestplakat machen sie wieder hübsch. Liebe Spaziergänger, laut Bescheid der Stadt Passau wandeln sie gerade auf einer der dreckigsten Straßen der Stadt. Grund der Verschmutzung sind Bäume, Sträucher und Pflanzen auf den Anliegergrundstücken. Deshalb werden wir am Innkai mit dem Achtfachen der Straßenreinigungsgebühren bestraft. Insgesamt zwischen 377 und 2450 Euro jährlich. Wegen Bäumen, Sträucher und Pflanzen. Okay, also es geht gar nicht um die Leute, die hier rumlaufen, sondern darum, dass die irgendwo einen Baum haben und da kann ja dann mal ein Blatt auf den Gehweg fallen und dann kostet das halt schon 2000 Euro, das aufzuheben. Also das ist nicht zu verantworten für die Straße. Was? Ich bin rausgegangen und sah dann, wie der... Ich würde ausziehen, legit, also das sind Preise, das ist nicht mehr lustig für die Leute, die da wohnen. Bauhof-Mitarbeiter das abgehängt hatte, zusammengerollt und auf seinem Pickup verstauen wollte. Und dann kam ich dazu, hab dann am anderen Ende gezogen. Er sagte, ja, er hat die Order, das abzuhängen. Und Order muss eben sein. Es gibt jetzt wieder keine Lösung dazu, kein, wie geht das weiter? Ich will wissen, wie das jetzt weitergeht. Das kann nicht sein, dass die Leute dann irgendwann da das einfach über sich ergehen lassen. Bitte kämpft bei sowas weiter. Das sollte kein Mensch mit sich machen lassen. Dass die einfach sowas entscheiden und dann, ja, jetzt musst du halt 2000 Euro zahlen, weil da ist eine Pflanze irgendwo. Hä? Was? Was ist das für eine Kacke?